Ich habe was Neues. Und zwar in der Kategorie Top oder Schrott eine China-Steckdose, die zwei USB-Anschlüsse hat. Und das habe ich natürlich bei AliExpress gekauft. Jetzt werden sie gleich wieder anfangen zu schreien. Es ist nicht mehr so ganz klar, was es gekostet hat. Irgendwas zwischen 2 und 7 €. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich 7 € dafür gezahlt habe. Also, jedenfalls nicht so arg teuer. Und das Datenblatt, nennen wir es einfach mal so, sagt Eingang 110 bis 240 Volt, 0,4. 4 Ampere, das seht ihr jetzt nicht. So. Und was sagt jetzt das USB-Dingens? 5 Volt, 2 Ampere insgesamt. Also diese Ausgänge hier, die sollten 2 Ampere insgesamt haben. Machen wir mal den üblichen Check auf der Rückseite. Und zwar das übliche CE oder China Export Gebimsel. Können wir später analysieren. Für mich sieht es tatsächlich nach einem wenigstens gut gemeinten CE aus. Allerdings, es steht ein bisschen wenig drauf, gell? Ich habe schon mal vorbereitet. Den Anschluss, weil wie ihr seht, schaut es euch mal genau an. Mein erster Gedanke war, wollt du ihn jetzt mein Schreibliste ziehen? Nein, ne? Aber ach so, damit wir auch vollständig sind, hier steht 5 Volt, 2 Ampere. Sehr schön. Ja, das hier macht einen mittelmäßig soliden Eindruck, aber jetzt kommt die Sache. Ja, ich komme ein bisschen vor wie bei Indiana Jones und die Suche nach der verlorenen Schraube. Da ist keine. Und so langsam setzt sich dann die Erkenntnis, dass das Zeugs hier nur eingeklipst ist. Und zwar sind hier zwei Klipse. Und desto, das sieht mehr aus, als wenn das jetzt hier zur Führung wäre. Schauen wir noch mal, ob das wirklich ist. Ach so, das sieht euch jetzt beinahe vorenthalten. Das sind Nummer zwei Klipse. Jetzt brauchen wir wieder den guten Schraubenzieher. Geht nicht. Also probieren wir es einmal so. Knack. Warum mache ich es auch jetzt schon auf? Ihr müsst es auch aufmachen, um die Spannung anzuschließen. Also es hat überhaupt gar keinen Sinn, sich zu überlegen, ob man das Ding ausprobiert, bevor man reinschaut. Geht nicht. So, jetzt mit ein bisschen Gewalt geht der Scheiß auf. Ah, knack. So. Der Fairness halber muss man sagen, das entspricht dem Bild, das man auch sieht, wenn man bei AliExpress schaut. So, jetzt schaut euch mal das Zeigel an. Also hier sind die Schraubklemmen. Das ist auch eigentlich so, wie man es erwartet. No, da könnt ihr eure Kabel hier reinschrauben und hier festschrauben. Und hier wird das Netzteil ausgekoppelt. Was jetzt hier recht witzig ist, ist, seht ihr das? Da ist irgendwas ein bisschen schief gelaufen, weil das sieht ein bisschen aus wie, da hat es dem Elko irgendwie den Hut runtergezogen. Naja, sei es wie es soll. Das erste ist jetzt mal die Isolationsprüfung. Und da haben mich schon mal jetzt einige gefragt, was ich da eigentlich tue. Kommen wir mal gleich dazu. Also die Sache mit der Isolationsprüfung. Erst einmal, das ist kein irgendwie zertifiziertes Gerät. Damit könnt ihr natürlich keine Messungen machen, die irgendwie reproduzierbar sein müssen oder mit denen ihr irgendwie einen Nachweis führen könnt. Das ist ein Billiggerät. Warum habe ich jetzt irgendwas mit 2 Kilovolt, 1000 Volt und 500 Volt hier stehen? Ich könnte jetzt argumentieren, oh, da steht Insulation Tester, deswegen wird es sicher passen. Ne? Nee, ja, es ist natürlich schon so, aber wieso? Erst einmal müssen wir es einschalten. Schauen wir es uns mal kurz an, weil das macht so wieder so viel Spaß. Ne? So, wenn ihr genau geguckt habt, habt ihr gesehen, dass da ein Überschlag ist. Was ist jetzt der Sinn davon? Ja, das Ding kann relativ hohe Widerstände messen. Das seht ihr hier, Gigaohm. Und jetzt gibt es natürlich eine ganz einfache physikalische Grenze. Wenn ihr da euren 9-Volt-Block da habt, und jetzt rechnet es mal aus, ein Gigaohm, welcher Strom dann da fließt, wenn das Ding ein Gigaohm messen sollte, da fließt schon nichts mehr. Deswegen muss man auf der einen Seite schon mal die Spannung hochziehen. Das ist aber eigentlich nicht der wirkliche Grund, sondern der wirkliche Grund ist, ich fange schon mal im Hintergrund an, das vorzubereiten, gell? Der wirkliche Grund ist, dass man davon ausgeht oder mit einer gewissen Paranoia fürchtet, dass die Spannung überschlägt. Je nachdem, wie gut eure Isolierung ist, ihr habt ja gerade gesehen, wenn ich diese beiden Dinger hier verbinde, schlägt eine Spannung durch Luft über. Ja, die Grenze ist irgendwo so zwischen 1 oder 2 Kilovolt pro Meter, und das war jetzt falsch, Kilovolt pro Millimeter natürlich, so bei 1, 2 Kilovolt pro Millimeter fängt die Luft an durchzuschlagen. Jetzt macht man diese Messung hier, indem man jetzt an die Netzspannungsseite, die beiden Netzeingangsklemmen brückt und dann in der Schaltung lustig rummisst. Wenn jetzt die Isolierung hier schlecht ist, dann würde die durchbrechen. Und die bricht vielleicht nicht bei 9 Volt durch, sondern vielleicht bei 100 Volt, weil sich eben jetzt, wenn man es jetzt einfach ausdrückt,
die Spannung irgendwo ihren Weg sucht. Das wäre blöd. Also eine schlechte Isolierung würde dann auffallen. Und wenn man bis 2 kV geht, und jetzt bin ich jetzt hier mit den Normen, sorry, schaut es selber nach. Soweit ich im Kopf habe, kann man im Consumer-Bereich sagen, dass man sich mit 1000 Volt zufrieden gibt. Also bei 1000 Volt ist die Isolierung noch gut. Und das heißt, dass ihr keine Verbindung zwischen Primärseite und Sekundärseite habt. Na, da, also ihr bekommt keine gescheuert. Ich gebe es 2000 Volt, weil wir es können. Und wenn man das jetzt richtig macht, und das mache ich jetzt hier nicht, dann sollte man die Spannung eine gewisse Zeit lang anliegen lassen und dann messen. Weil das sind manchmal Kondensatoren, die sind so mit Störengut. Die laden sich erstmal auf, deswegen macht das mal kurz blip. Und dann will man auch noch verfolgen, ob sich erst im Laufe der Zeit so ein Durchschlageffekt, nenne ich es einfach mal, ergibt. Ich hoffe, das war jetzt für alle die, die jetzt da so tolle Kommentare gemacht haben, wie 2000 Volt hat man doch im Haushalt nicht und du bist ja blöd und so weiter. Ne, ihr kennt das. Jetzt schaut mal den Spaß nochmal ein. Also, messen wir erst einmal den Einleiter hier. 0, das ist dann wohl der, wo wir uns angeklemmt haben. Nein, wir haben uns ja auf beiden angeklemmt. Der andere sollte auch 0 haben. Passt. PE, keine Verbindung. Das muss auch so sein, muss isoliert sein. Ground vom USB. Da habt ihr es jetzt mal kurz, habt ihr es gesehen, schnackeln gesehen. Ich denke mal, das ist da ein Störkondensator. Und jetzt gehen wir auf die Kontakte. Da ist gar nichts, das seht ihr. Also, das sieht schon mal so aus, wie wenn das Ding hier einigermaßen jetzt nicht völlig verhunzt wäre. Schließe ich den Spaß mal an mein Trend-Trafo an, weil egal, was wir heute hier machen oder hier sehen, was ihr hier sehen werdet, fragt bitte euren lokalen Elektriker, bevor ihr irgend sowas macht. Macht sowas nicht selber, weil Netzspannung ist lebensgefährlich. Das ist alles nur zur Unterhaltung. Und jetzt gebe ich mal Strom drauf. Und da seht ihr, dass die rote Leuchte leuchtet. Drum heißt sie auch Leuchte. Das war jetzt auch schon bei 110 Volt so. Wobei Leuchten, das ist ein bisschen ein hartes Wort, gell? Also sie glimmert halt ein bisschen vor sich hin. Na, werden wir mal dem Teil ein bisschen Last erzeugen. Das ist jetzt eine elektronische Last. Ich drehe mal auf. Ihr seht, wie das Ding hochbootet. Die Bootmeldung ist hochinteressant. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich gehe mal auf 210 Volt. Wieso habe ich jetzt 210 gesagt, wenn ich 220 meine? So, 4,96 Volt. Das sieht jetzt mal nicht ganz schlecht aus. Jetzt muss ich wieder einmal den Kreis fassen. 2,11 Ampere. Oh, mal gucken, ob er das durchhält. So, jetzt hört er das vielleicht. Na, wahrscheinlich hört er das nicht. Jetzt ist der Lüfter angegangen, der verheizt jetzt hier die 10 Watt. Das scheint schon mal zu funktionieren. Die Spannung ist nicht weit eingebrochen. Jetzt interessieren mich natürlich noch ein paar andere Sachen. Hat der irgendeine Begrenzung? Schaltet der ab oder fliegt er uns um die Ohren, wenn ich jetzt hier dauerhaft Saft drauf gebe? So, und was ihr hier seht, da seht ihr den Kühler hier. Und das da hinten ist die Platine. Also wir schauen hier gerade in die Steckdose rein. Ich zeige euch die Steckdose gleich nochmal aus dem Blickwinkel. Also da drin wird es schon breckerl heiß. Also irgendwas so um 40 Grad dürften das sein. Also was ihr gerade gesehen habt, war hier jetzt der Blick hier so rüber und das Zeugs da hinten ist das warme Zeug. Da hat jetzt noch ein bisschen vor sich hingeheizt. Mal gucken, wie viel Leistung er abgeben möchte. Er gibt immerhin immer noch 10 Watt ab. So wie ich ihn vorher eingestellt habe. Wie weit kriegen wir das hin? Habt ihr das gesehen? Da wird es Licht dann dunkler. Und die Spannung sinkt auch. Also er scheint ziemlich genau bei 2 Ampere dann in die Strombegrenzung zu gehen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen unfair, weil ich habe ihn einfach jetzt nur an einem Port betrieben. Ich mach das mal aus, damit es leise wird. Ich habe ihn jetzt wirklich nur bei einem Port betrieben. Wir werden nachher klären, ob das richtig war. Ich gehe mal davon aus, dass die billigen Dinge einfach parallel geschaltete USB-Ports da drin haben. Und dann wäre das legal. Wenn nicht, dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dann müssen wir das nachher noch nachholen. So, Stecker raus. Und mal ein bisschen so der Plausibilitätstest. Kann ich das noch anfassen? Ist das heiß? Also fühlt sich jetzt nicht wirklich heiß an. Jetzt haben wir noch geschwind einen Spektrumanalyzer angeschlossen. Was wir hier machen ist eine übelst improvisierte Haarfeldsonde. Die zeige ich euch lieber erst gar nicht mal anschließen. Frequenzbereich ist irgendwas bis 10 MHz einmal. Bloß so, weil ich eigentlich gucken wollte, ob ich sehe, bei welcher Frequenz dieses Ding taktet. Ne? Weil jedes Schaltnetzteil wird eben durch die Schaltvorgänge einfach Magnetfeld erzeugen. Und das müsste man eigentlich messen können. Ich stecke mal rein. So, wir müssen jetzt kurz warten. Und jetzt sehen wir hier, dass sich im gesamten Frequenzbereich die Kurve nach oben verschoben hat. Das ist so ein Kastel, ist so 10 dB.
Boah, also es hat natürlich überhaupt keine Bedeutung, das hat überhaupt keine EMV-Auswirkung, das ist jetzt kein Sarkasmus, weil die Anordnung ist eben zu nichts zu gebrauchen. Aber qualitativ gucken wir es uns mal an. Jetzt schalte ich die Last um. Ich habe, das hätte ich sagen sollen, eine ohmsche Last jetzt dran gehängt, um sicher zu sein, dass das, was jetzt hier angeht, nicht irgendein Störimpuls ist, der von der elektronischen Last kommt. Ne? Also Widerstand, und jetzt schalte ich den Widerstand runter, also die Belastung hoch. Und jetzt seht ihr hier, wenn sich das langsam aufbaut, wie das steigt. Das ist erwartet. Wir sind gerade bei 130 Volt. Ich gehe mal auf 220. Interessant ist, wie sich die Kurve hier ändert. So, jetzt habt ihr gerade das Beste verpasst. Plötzlich ist meine Messung ausgegangen. Und dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass ich zwischen Trenntrafo und der Steckdose hier eigentlich standardmäßig eine Sicherung drin habe. Und die ist durchgegangen. Das ist eine 125 mAh Sicherung. Ja, mei, das kann schon im Prinzip sein. 22 Watt, naja, könnte schon sein. Ne? Also es war jetzt nicht so super clever, jetzt diesen niedrigen Wert zu nehmen. Das kommt noch von den LEDs, die ja nicht über so viel 10 Watt und wie auch immer rausgehen. Ne? Aber klar, das Ding nimmt natürlich nicht sinusförmig den Strom. Also kann das durchaus mal sein, dass der Stoßstrom höher wird und das dann das Ding wegbrezelt. Jetzt suche ich erstmal eine neue Sicherung. Moment. So, und kaum hat man es repariert, da seht ihr auch, geht es auch schon wieder. Ne? Da seht ihr, ein bisschen dunkel. Ja, es leuchtet, es geht. Ja, dann kommen wir jetzt zum spaßigen Teil. Obwohl ich hätte gedacht, dass mir jetzt das Ding zerbröselt hat. Ja, man muss mal ganz auseinander. So, und jetzt wird sich dann vielleicht auch dieses Rätsel lösen, was hier passiert ist. Aber ich denke mal, die haben das einfach mit Gewalt da reingequetscht. Ausgesteckt ist es. Ich gehe mal davon aus, dass die das einfach relativ intelligenzlos da reingestopft haben, dass also hier einfach Widerhaken drin sind. Weil Schrauben sind ja wie gesagt keine erkennbar. Oh, das hängt schon sakrisch da drin, gell? Okay. Man willst du nicht freiwillig gehen, dann brauche ich halt ein bisschen mehr Gewalt, gell? Wenn man da so einen Streifen dann runter macht, ist man dann in einem Stripclub. Oh Gott, das. Oh je, das kostet wieder. Die Bemerkung kostet wieder. So, es kommt, es kommt, es kommt. Ah, jetzt geht es auch langsam raus. Habe ich schon mal erzählt, dass Gewalt eigentlich immer eine Lösung ist? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. So, und jetzt das Ganze einfach mal in Großansicht. Hier geht die Spannung rein und geht da raus. Keine Zeit. So, hier geht die Spannung rein und die läuft auch gleich über einen Widerstand. Also haben wir gleich Strombegrenzung und ich hoffe mal, dass das einer dieser selbstsichernden Fusible Resistor. Also, jedenfalls mal so der minimale Versuch einer Absicherung. Dann geht der ganze Klumpatsch hier in den Full Bridge Rectifier, weil euch das so gefällt, wenn ich das sage. Wir wissen alle warum. Und dann zu den beiden Kondensatoren, eben im Primärkreis. Das sind diese beiden hier. Und da ist halt auch bei dem einen hat sich beim Reinschieben hier das gelöst, was ich jetzt nicht so wirklich toll finde, aber ist halt so. Dann haben wir hier noch so einen lustigen Chip. Da müssten wir jetzt nochmal genau gucken im Detail, was das für einer ist. Da muss ich mal schnell reingrätschen. Und zwar habe ich den Chip da noch gefunden, ein bisschen unter dem Mikroskop geguckt. Es ist nicht ganz einfach. Das ist dieser PN8370. Der ist anscheinend von Chiptown High Performance Power EIC Solutions. Na, okay. Dann kann ich nämlich gleich noch eine Sache erklären, die habe ich vorher vollkommen vergessen zu messen. Großer Lapsus. Und zwar, die erwähnt es hier, der ist hier Low Standby. Er sagt jetzt hier less than 30 Milliwatts. Das ist natürlich wichtig bei so einem Dingens, was dauernd in der Steckdose drin steckt. Also, ja. Jetzt haben wir hier die Innenbeschaltung und Außenbeschaltung. Das entspricht ungefähr dem, was wir hier haben. So größtenteils. Das hätte ich jetzt im Detail natürlich jetzt noch nachvollziehen können. Können wir uns jetzt hier sparen, hoffe ich mal. Interessant wäre hier, was mich auch wieder drauf bringt, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Es ist keine primärseitige Entstörung drin. Damit kann man natürlich leben, legal ist es, aber das sollte man als Negativpunkt bei der ganzen Sache dann doch auch noch berücksichtigen. Das hier ist also insgesamt der Primärkreis. Da haben wir zwei große, schöne Dioden. Man sieht es auch, die haben sich echt Mühe gegeben, ne? Zwei Dioden hier. Und hier ist dann nochmal ein Kondensator. Schauen wir uns schnell auf der anderen Seite an, damit es für euch so richtig Sinn macht. Hier ist der Pufferkondensator für die beiden USB-Ausgänge. Da ist die Leuchtdiode. Hier die beiden Primärkondensatoren. Hier der Entstörkondensator. Das habe ich gar nicht geschaut. Moment.
So, schaut euch nochmal in Großaufnahme an. Ich habe jetzt mit Lupen und Licht und so weiter versucht, ob das ein Kondensator der richtigen Zulassung ist. Hier ein nettes Detail, was euch vielleicht jetzt entgangen ist oder auch nicht. Und zwar hier. Das sind die Sekundäranschlüsse des Übertragers. Die sind auf jeden Fall einzeln isoliert, einzeln rausgeführt. Können wir uns dann noch ein bisschen anschauen. Das macht einen ganz guten Eindruck, weil eben die Sekundärseite sollte von der Primärseite isoliert sein. Was uns aber dann auch gleich auffällt, wenn wir jetzt hier mal auf die USB-Anschlüsse gucken, das hier sind die Datenleitungen, das hier sind die Versorgungsleitungen. Bei den Datenleitungen, da gibt es ja so ein riesen Heckmeck mit den USB-Ladenormen. Soll er vielleicht erst das Problem erklären? Das Gerät auf der anderen Seite muss wissen, dass es den höheren Strom entnehmen kann, als von der USB-Norm vorgesehen ist. Und da gibt es jetzt mehrere Normen, das geht mir jetzt zu arg ins Detail. Oft kommt man damit durch, wenn man die jetzt einfach brückt. Und man kann ja viel vermuten, aber eigentlich sollte man es messen, bevor man darum vermutet. Also, piep, piep, was kommt raus? Wollt ihr raten? Aha, piep, piep. Das heißt, es wird in der Regel, vor allem bei Android-Telefonen, funktionieren. Bei den besseren Geräten sind hier Chips da, weil die verschiedenen Geräte, ja, sagen wir mal so, versuchen zu erkennen. Apple ist wieder anders als Android und so weiter. Und deswegen gibt es eben bei den besseren, da hängen noch hier ein bisschen Chips dran. Also es kann gut sein, dass ihr mit dem Dingens hier nicht das Maximale rausholen könnt. Über die Isolation habe ich noch kein Wort verloren, fällt mir da gerade ein. Da war ja der Sekundärkreis hier und da haben sie sich tatsächlich Mühe gegeben, hier die Kreise zu trennen. Warum sind da die Einfräsungen? Jetzt sind wir auch gleich wieder bei der Isolationsprüfung. Man geht davon aus, dass das Gerät zum Beispiel ein bisschen verdreckt und so weiter und dann müssen die Kriechstrecken, so nennt man das, also die Strecke quasi von hier, bis zum nächsten höheren Punkt, die muss verlängert werden, damit eben, was weiß ich, wie viel Millimeter auch immer, da dürfen wir jetzt nicht festnageln, der Strom hinter sich bringen müsste. Deswegen sind jetzt die entweder dafür da, damit jetzt, was weiß ich, der Anschluss nicht direkt hier die Luftlinie zu dem sieht, sondern eben so verlängert. Hier nochmal welche und hier, das könnte jetzt zum Beispiel tatsächlich sein, weil hier der Abstand zwischen den beiden jetzt irgendeinem Designer nicht ausgereicht hat. Oder haben wir was auf der anderen Seite? Nee, haben wir nicht. Also, teilweise wilde Vermutung, es ist jedenfalls kein mechanischer Gegenpart dazu da. Hier vielleicht auch eher der Klassiker hier. Hier dieser Abstand hier. Hochrechne ich dem Ding an, dass ich es nicht im Kurzschluss hochgejagt gekriegt habe. Ich habe hier schon Netzteile gehabt, die haben dann mal locker so 10 Ampere über eine USB-Buchse versucht abzugeben. Ja, das ist dann ein bisschen eine Schmelzerei geworden. Ich habe hier mit Absicht einer dieser beiden Ports mit dem Maximum belastet, um einfach zu gucken, was passiert. Wird mir der jetzt wirklich das geben, was er hat, und wird er dann zum Schmelzen anfangen? Weil USB kann, ja. Also ich sag mal so 2 Ampere kann man über den Stecker lassen. Dann wird es eng und da gibt es andere Normen, die dann auch noch die Spannung erhöhen, wenn man mehr Leistung übertragen will. Aber das ist jetzt wieder ein Thema für ein ganz anderes Video. Ja, ach so, den Übertrager wollte ich nochmal kurz angucken. Und wenn ihr es genau anschaut, ich werde es jetzt nicht ganz zerlegen. Seht ihr ja mal, wenn ich jetzt die Isolierung wegmache, auf jeden Fall sind es schon mal 2 Lagen. Ja, also da haben sie wenigstens mal an der Stelle ein Eck gespart. Das sieht unerwartet positiv aus. Für so ein Gelumpatsch. Ja, da kommen die Lagen raus, da kommt noch mal eine. So, und da ist jetzt auch schon die Sekundärwicklung. Haben sie jedenfalls nicht so arg gespart, eben traue ich die 2 Ampere auch zu. Hier an der Stelle. Ich weiß, jetzt hätte man den ganzen Übertrager zerlegen können. Wir machen aber jetzt hier bloß ein Review-Quickie. Der ist schon lang genug. So, was sage ich jetzt über das Teil? Gemischte Gefühle. Und zwar hier der Teil hier. Ja, also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Sieht für mich vernünftig aus. Ein paar Cent mehr in einen intelligenten Ladechip. Naja, gut. Dann haben wir hier diese Klemme. Da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Sieht aus, wie wenn sie für niedrige Lasten funktionieren würde. Ob das Ding 16 Ampere kann. Ich habe aber schon Steckdosenleisten gesehen, die haben das behauptet und sahen auch nicht viel anders aus, gell? Also soweit, so gut. Aber das, was mich vielleicht am allerersten jetzt hier, ja, abraten lässt, das sind diese Clipser hier, weil das ist höchst unprofessionell, weil dieses Teil hier steckt ja nachher so in der Wand, also reingesteckt kriegt ihr das noch. Aber wenn ihr das mal in der Wand hier verschraubt habt,
und das Ding draufgesteckt habt, dann kriegt ihr es nur noch mit roher Gewalt weg. Weil diese Klipse ja dann hier, wie wir gesehen haben, wirklich nur mit starker Kraft eines Schraubendrehers als Hebel daraus gehen. Gemurkst an der falschen Stelle. Hätte hier wirklich was gebracht, vielleicht statt der blöden Leuchtdiode, die ist auch zu schwach, hier gescheit Schraube reinzumachen. Netter Nebeneffekt, man kann diese dämliche Kindersicherung hier wegmachen. Ja, boah, jetzt habe ich da böse Sachen gesagt. Wie vielen von euch ging das nicht auch schon so, dass ihr die Stecker da nicht mal reingebracht habt, obwohl im Haushalt links und rechts gerade kein Kind unterwegs ist und die nächsten paar Jahre vielleicht auch keins unterwegs sein wird? Naja, egal. So, jetzt kommt der Werbeblock. Ich mache es aber diesmal ein bisschen kurz. So Zeugs hier wird finanziert von den Patreon-Unterstützern oder von den Leuten, die über die Amazon Affiliate Links einkaufen. Schaut mal unten in der Videobeschreibung. Der hätte mich ganz narrisch freuen. Und freut mich natürlich auch, wenn ihr meine Amazon-Wunschliste verwendet. Hat schon einige Überraschungen gebracht in die Packstation. Also, ich hoffe, es war irgendwie spannend für euch. Jetzt könnt ihr entscheiden, was ihr für eine von diesen Steckdosen kauft oder ob ihr es lieber sein lasst und einen externen Lader kauft. Das ist übrigens das, was ich meistens so mache. Tja, dann erst einmal Servus.